unserer Vorsitzenden Sarah Novak übergeben, die das Weitere hier ankündigt. Sarah, bitte. Ja, erstmal herzlich willkommen hier auf der Realschulhof. Ich darf erstmal verkünden, der Glückspilz ist angekommen. Wir haben alle drei Routen heute Morgen, sind wir angefangen, haben wir abgefahren und wir sind fertig. Und ich möchte diese Karten jetzt offiziell in die Glückslostrommel reingeben. Ich freue mich, dass so viele Betriebe teilgenommen haben. Es waren wirklich wunderschöne Aktionen dabei. Viele Leute haben wir getroffen, auch sogar in den Außenbezirken, die kurz vor 10 schon dort waren. Also ich bin positiv begeistert und ich denke, das hier auf dem Schulhof, das spricht auch dafür. So, ich darf jetzt das Mikro an Conny Stieper richten, den stellvertretenden Bürgermeister. Ja, liebe Sarah, vielen Dank. Erste war das Glücksrallye. 37 Betriebe haben daran teilgenommen, 24 Aktionen haben stattgefunden und das alles auf drei Routen. Vielen Dank dem Gewerbeverein, dem Team, die mit viel Einsatz dieses heute möglich gemacht haben, dieses vorbereitet haben. Man muss denken, das ist mit viel Arbeit verbunden, Arbeit, die auch neben der bisherigen Tätigkeit stattfinden muss. Vielen Dank auch den teilnehmenden Betrieben, die sich heute vorgestellt haben, die ihre Leistung dargestellt haben und in vielen persönlichen Gesprächen heute Kontakt gefunden haben zu der Bevölkerung und zu ihren Kunden. Wir haben uns heute überzeugen können von dem Service vor Ort, von den Leistungen, die die Betriebe gerade hier in Wadersloh darbieten können. Und ich hoffe, dass sich das auch wieder den Betrieben zugutekommt, dass man vor Ort einkauft, nicht anonym, sondern den Service und die Kompetenz vor Ort auch sich zunutze macht. Ich wünsche allen Teilnehmern viel Erfolg bei der Verlosung. Ich wünsche auch den Gewerbebetrieben viel Erfolg für ihre weitere Zukunft. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Auch ich möchte mich noch bedanken. Ich möchte mich bedanken bei allen Betrieben, die teilgenommen haben. Allen Betrieben, die auch tolle Aktionen auf die Beine gestellt haben. Die Betriebe, die sich zur Verfügung gestellt haben, ihren Stempel hinzugeben für die Karten. Vielen Dank dafür und ich denke, es ist eine Wiederholung wert. Bedanken möchte ich mich auch bei unserem Glückspilz, der hier gleich noch ein paar Runden fahren wird, der wirklich sehr fleißig war und alle Routen abgefahren ist. Vielen Dank. Und natürlich auch den Mitgliedern des Gewerbevereins, die mit an der Organisation beteiligt waren. Vor allen Dingen der Ortsausschuss war das nur rund um Sandra Fleiter, hat hier gute und vor allen Dingen super Vorarbeit geleistet. Vielen Dank dafür. So, jetzt bräuchte ich ein Kind, was hier mitziehen möchte. Wer bietet sich an? So, Sarah sehe ich. Komm mal hoch. Mama, kannst du mal nehmen? Erst die kleine Route, es geht um 3x 100 Euro in Form von Glückspilzen. So, der erste 100 Euro Glückspilz geht an Niklas Lübcke Bornefeld. Der nächste geht an Anja Windhöfel. Ja,
letzte 100-Euro-Gutschein an Jonathan Laumann. Bis ihr die 200 Euro da vertrunken habt, das reicht. So, können wir die anderen beiden Gewinner noch mal hier oben haben? Glücksfeen. Wer bringt uns Glück? Lia sehe ich. Wer kommt denn da noch? Hier vorne mit dem rosa T-Shirt und mit dem gelben T-Shirt auch? Dann kommt mal hier hoch. So, wir ziehen jetzt 3x 200 Euro. Die mittlere Route. Wir durften Holzschnitzerei mit der Kettensäge durften wir uns anschauen. Der Glücksfilz wurde mit Sägespänen einmal geschüttet. Wir waren zum Frühlingscafé im Haus Maria Regina eingeladen und haben uns dort Waldmeisterbowle schmecken lassen. Und wir haben einen Sonnenblumenquiz im Raiffeisenmarkt gemacht. So, ich sehe, es wird hier fleißig gezogen. So, der erste 200 Euro Glückspilz geht an Manfred Kammermann. Ist der hier? Ja, er eilt. Jetzt spannend. Noch ein 200 Euro Glückspilz geht an Alina Bärhorst. Ist die hier? Alina Bärhorst. Sollte sie nicht hier sein, schicken wir den Glückspilz natürlich zu. So, und der letzte im großen Holz, Marlene Kammermann. Ist Marlene hier?
auch nicht hier. Dann machen wir hier ein Foto mit unserem glücklichen Gewinner. Wo ist unser Glückspilz? Bist du da? Schick den mal her. Ja, Sarah ist ein wenig mit ihren Kindern beschäftigt, werde ich das mal übernehmen. Ja, dann gehen wir zu der großen Runde, zu den 300 Euro sind es, glaube ich, wenn die dazu verlosen sind. Und da brauchen wir nochmal 3 Kinder für die Ziehung. Wer ist da? Haben wir einmal 300 Euro gewonnen, hat Udo Stammstuhl, Bentener Straße, 2 in Basel. Herzlichen Glückwunsch. Das geht ja überhaupt nicht. Das darf nicht sein. Wir waren ja auch die erste geworden. Wir waren bei diesem ersten Mal. Ja, weil uns ein Kind hat, weil Timo mal das Geld ein Bett oder was? Oh, die Mutter. So, wie ist es? Ja, das kam schon als schon mal sehr gefreut über diesen Preis. Und jetzt habe ich einen interessanten Preis zu verlesen. Der geht an Petra Kohner. Wo diese Namensleitung jetzt herkommt, weiß ich auch nicht. Herzebrockweg 5a in Wadersloh. Anwesend? Ja. Super.
Preis 300 Euro gehen an Rainer Haferkind. Thank you.